Showdown. Und damit sei grüßt zu Halo 5 Guardians Showdown SWAT mit eurem Alpha Chief und hoffe, dass es hier lustig wird, dass es gut wird, dass es angenehm wird. Ich habe so ein Gefühl, dass hier noch einer war. Ja, was gibt's denn eigentlich Neues zu berichten? Ich habe jetzt mittlerweile mitgekriegt, dass der gute Senior Apo Red mal wieder Kacke gebaut hat mit seinem Bombenprank. Ich meine, ey Leute, was ist los auf YouTube-Pausen? Wie kann es sein, dass die Pranks mittlerweile so abgehen, dass die Leute auf so einen Scheiß stehen? Also mit... Also ich meine, Pranks hin und her, ja? Auf einer Seite können die witzig sein, das will ich jetzt nicht abstreiten. Aber so wie die Sache momentan geht, das ist unnormal. Ich meine, was für Auswirkungen die Pranks mittlerweile haben. Bombenprank, Schwulenprank, ich verarsche meinen Vaterprank, ich schmeiß meinen Sohn raus, Prank. Ich meine jetzt mal, ohne Scheiß. Und das wird auf YouTube momentan geliebt, geliked, gehypt. Ich meine, da hatet man auf die, so eine Sache, ja, sagt, wie kacke das ist. Aber die Leute gucken sich das an. Und die lieben das. Die lieben das. Ich verstehe das manchmal nicht. Beim besten Willen nicht, ganz ehrlich. Wie gesagt, ich hoffe, ich weiß, wieder irgendwelche YouTube-Skeptiker würden sagen, ne, es wird sich nicht ändern. Ja, man hat das auch zu Let's Plays gesagt. Let's Plays wird immer groß und gehypt sein. Tja, mittlerweile sehen wir, ist es anders. Aber, ja, super. Aber ich denke mal, das mit den Pranks wird sich auch irgendwann mal legen. Und vor allem wird das mit dem, mit YouTube dann wahrscheinlich sowieso irgendwann, wenn nicht das schon so weit ist, dass es ausgelutscht ist. Jetzt gehen alle auf Twitch rüber. Ich bin da keine Ausnahme, ich bin auch bei Twitch. Aber ich würde da jetzt nicht so, ich weiß nicht, Twitch wird dann auch ausgelutscht sein. Und dann, was weiß ich, macht Amazon vielleicht noch ihr Ding, keine Ahnung. Ich meine, Amazon hat ja eigentlich Twitch. Deshalb, aber ich denke mal, dass das, irgendwann ausgelutschter Käse sein wird. Ganz ehrlich, mit allem, was da so abgeht, ist nicht mehr normal. Ist wirklich nicht mehr normal. Aber wie gesagt, soll doch ApoRed meinen, und ich habe sein Video gesehen, sein Entschuldigungsvideo, 30 Sekunden, was das ging, oder 40 Sekunden, Entschuldigung, und das war's? Man, really? Ich meine, wie lange sollen Pranks noch göttlich sein? Mal ohne Scheiß. Ich hoffe da, dass die Leute mal langsam zur Vernunft kommen und mal sich eine andere Scheiße überlegen. Wie gesagt, oder, ich sag mal so, anständige, normale Pranks, was weiß ich, sag mal, komm, machen wir jetzt Kindergartenkacke. Ja, oder wie soll ich das jetzt vergleichen? Einfach nur anständig und nicht solchen Blödsinn. Ich meine, wie kann man so einen Bombenprank machen? Man wusste genau, es geht schief. Ja, obwohl, ich meine, viele, man hat ja, man weiß ja eh, dass die Pranks inszeniert sind. Die Leute wissen ja, dass das Pranks sind. Aber, ich denke mal, ja, ich habe nur drauf gewartet. Aber das nach der Bombenkatastrophe und dann eine Entschuldigung? Ich meine, gut, so kann man Klicks kriegen. Ja, das ist auch taktisch klug für Klicks. Ja. Wenn man jetzt nur rein von der Statistik von Klicks geht, ist das taktisch klug. Ob das ethisch, ich glaube, das Wort ist richtig, ob das ethisch gut ist, lass mal jetzt... Ja, super. Echt dahingestellt. Feindkontakt. Roter will ich jetzt nicht, ja, wir sind echt einer weniger. Will ich da jetzt nicht, ja... sagen. Also, wie gesagt. Geh doch jetzt mal vor und lass mich da jetzt da. So. Aber egal, ich will mich da nicht weiter aufregen. Ich find's nur kacke. Ich find's mega kacke. Mich nervt das. Aber gut. Super. Ich hoffe, wie gesagt, dass sich das so ein bisschen legt, dass es langsam irgendwann zu Normalität findet. Na, ist doch klar, jetzt, weil er den besseren Schritt gemacht hat. Oh, er den kürzeren Schritt hatte.
So, vielleicht warst du das vorhin, der mich da erschossen hat. Aber gut, ich will mich da jetzt nicht weiter aufregen. Es ist Kacke und fertig ist. So, wie gesagt, mal gucken, was dann für ein Hype kommt. Ja, ich meine, da beschwert sich jeder über diese Katja Kresewitz, ne? Oder wie die auch immer da heißt. Über ihre Thumbnails und falschen Andeutungen. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, es ist mir das lieber als die ganze Prank-Nummer. Muss ich echt sagen. 10 Abschüsse. Da gucke ich mir lieber nur Olle an, die nur so tut, als würde sie irgendwas mit Sex machen, ja? Anstatt so eine Prank-Nummer, ganz ehrlich. Ist ja echt nur noch lachhaft, wie es da abgeht. Aber gut. Ich meine, ich glaube, ich mosere jetzt einfach da so oft. Hui. Aber gut, wollen wir einfach jetzt wieder zum Let's Play, zum Halo 5 Guardians gehen. Ich meine, das ist das, was ich einfach am liebsten mache. Let's Playen. Damit verletze ich einfach keinen und mache noch irgendeine Scheißnummer. Oder halte mich da hier für den Gott, ganz ehrlich. Ich meine, gut, es gibt auch da welche, die sich für den Gott halten. Aber ich gehöre da nicht zu der Nummer. Ganz ehrlich. Ich möchte einfach normal bleiben da in dem Punkt. Nächster Abschuss gewinnt. Und wir siegen. So. Spiel vorbei. Sieg. Ah, das war ein schöner Sieg. War doch ein schöner Sieg. Und ich finde mich einfach extrem geil. Ich finde, ich habe gut mitgemischt. 12 Abschüsse. Der eine ist rausgegangen, 2 sind rausgegangen. Kann man sich doch nicht beschweren. So, wenn ihr euch aber beschweren wollt, gerade auch wegen dieser Prank-Nummer, was ich heute so ein bisschen angedeutet habe, oder einfach überhaupt, wie ihr das findet mittlerweile mit YouTube, schreibt einfach einen Kommentar. Mich würde da echt eure Meinungen interessieren. Wie lange ihr YouTube guckt, ob ihr das wirklich so wie ich, vielleicht, ich verfolge es ja schon seit ungefähr 6, 7 Jahren mit YouTube. Und, ohne Scheiß, das hat früher viel, viel besser angefangen, als mittlerweile, wie es jetzt ist. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Andere können auch ihre Meinung hinschreiben. Schreibt einfach rein, auch die neue Generation. Vielleicht gehöre ich einfach nur zur alten Generation mit YouTube. Daher, so, ich verabschiede mich, euer Alpha Chief. Bis demnächst.